So. Ah, mein Gott. So. Ich glaube, die Stimme ist kaputt. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Es ist soweit. Der Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Machen wir hier die Kapuze weg. So. Der Raid-Boss-Wechsel hat stattgefunden. Reshiram und Zekrom sind in den Raids zusammen, was ich immer noch nicht verstehe. Finde ich eigentlich richtig doof, diese Entscheidung. Ich hätte jetzt eine Woche das eine gemacht, eine Woche das andere, dass du dich komplett auf eins konzentrieren kannst. Jetzt haben sie beide gleichzeitig rein. Jetzt haben wir Community Raid. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was schlüpft. Aber an der dümmsten Arena in Hildburghausen geht direkt 11 Uhr und 9 Sekunden ein 5er Raid auf. Da es nach 11 Uhr ist, müsste das jetzt kein Cresselia mehr sein, sondern Reshiram oder Zekrom. Ich weiß nicht, welcher von beiden das ist. Wir gehen da jetzt mal hin, dann seht ihr auch gleich, welche Arena das ist, warum ich die so blöd finde. Und würde sagen, ich melde mich, wenn wir zurück sind, an der Arena, zeige euch, wen ich heute alles einlade, wer sich eingetragen hat, welche Konter wir nehmen können. Und dann gucken wir mal, ob wir einen Shiny bekommen. Ich kann es entspannt angehen lassen. Ich habe von beiden jeweils einen 100er. Also gemütlich XL-Bonbons jagen. So, ich bin angekommen. Jetzt zeige ich euch auch mal, welche Arena das ist. Eigentlich ist das die Mehrzweckhalle hinter uns. Das ist nämlich das hier. Das sieht ja ganz gut aus. Aber hier hast du halt im Prinzip gar keine Ablegemöglichkeiten. Großartig. Beziehungsweise, wenn das Wetter nicht mitspielt, es hat die ganze Zeit geregnet. Ich habe Glück, dass jetzt, wo ich hier stehe, es nicht mehr regnet. Ja, hier ist dieser eine Kübel. Da habe ich sonst immer die Handys hingelegt. Da habe ich die Kamera immer hingestellt. Warte mal. So sieht das besser aus. Handys hin, Kamera hin. Das würde gehen. Aber hier drin ist immer so dunkel. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Die kriminelle Möglichkeit, ja. Hier ist nämlich das BSI direkt daneben. Und hier unten beim BSI, da ist eine Sitzbank. Also so eine Sitzgruppe. Da ist ein Tisch, da sind zwei Bänke, da ist ein Dach drüber, da ist es windgeschützt. Letztens hat es so gedrascht, da habe ich mich kurz da unten reingesetzt, habe die Handys auf den Tisch gelegt, habe nur kurz den Raid gemacht. Da kamen sie schon alle raus und dann haben die dich beleidigt und angegangen wie sonst was, dass du dich verzollst, weil sonst holen wir die Polizei und alles. Und also, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss euch wahrscheinlich hier oben drauf stellen. Das ist die Arena. Noch 12 Minuten, dann geht er auf. Beziehungsweise wäre ich mit dem Auto hergefahren, hätte ich es in den Kofferraum legen können. Aber ja, das ist kein Feeling. Community Raid ist immer Feeling, ne? Hier Gummischuhe am Start ist Feeling. Kurze Hose, es wird immer diesen einen geben. Werdet ihr bei Raid am Mittwoch auch sehen, am Donnerstag. Ich möchte jetzt mal kurz hier rein. Möchte euch mal kurz vorlesen, wen wir überhaupt dabei haben. Ihr wisst, ich trage das immer im Community-Tab ein. Hier, Community-Tab, YouTube, steht extra da alles. Reshiram oder Zekrom, weil ich ja noch nicht wusste, was es ist. Ramses Raid Party und Ramses Raid Mania Laden ein. Das sind genau die zwei Accounts, die keine Freunde haben. Damit ich nicht immer noch die markieren muss, habe ich das jetzt immer so gemacht, dass die einladen, weil dann kann ich einfach die Freunde adden und wer angenommen hat, hat angenommen und wer nicht, der nicht. Und ich kann einfach die fünf einladen, die da sind. Bitte eintragen mit Name, mit Trainercode und wer hat es geschafft, sich einzutragen? Trainer Sir Ups, Methylene, Shinaya, Holmes Sherlock und Sascha, das sind die fünf auf dem einen Handy. Holmes Sherlock hat noch dazu geschrieben, dass wir einen Aufstieg hätten und hat mich auch schnell privat angeschrieben. Sehr korrekt von ihm, dass er darauf hinweist, ne? Ich habe gesagt, mir ist der Aufstieg gerade egal, er kann ruhig mitmachen, sonst hätte ich den heute Mittwoch 18 Uhr gemacht in der Raid-Stunde. Er sagt, nee, ist okay, er wäre gerne dabei. Wir werden also aufsteigen, nicht wundern. Und auf dem anderen Handy Toxic, Aluhut, Borki, Mars und Black Seeaffe. Der Heiko ist erstens der 11. und hat sich zu spät eingetragen. Kann ich leider nichts machen. Außerdem hat er auch nur Fanrate Go AMK hingeschrieben gehabt. Mittlerweile hat er es bearbeitet
und hat seinen Trainercode dazu geschrieben. Also so kann man es theoretisch dann auch machen. Wenn er jetzt der 8. oder so gewesen wäre, hätte das vielleicht noch gegolten. Kuli will vor Ort mitmachen, Knut Liene hat sich eingetragen. Patrick ist zu spät. Oliver schreibt einfach Oliver. Simli Camora schreibt einfach Simli Camora. Die können auch nicht lesen, ja. Ich kann doch gar nicht mit dem Großen einladen. Ich stelle mich jetzt hin, warte bis der aufgeht, lade genau die ein. Und dann gucken wir mal, wer sich noch dazu schleicht. Und dann gucken wir überhaupt mal, ob es ein Regierahmen ist. Ach so, ja. Dann gucken wir mal, ob es ein Regierahmen ist oder ob es ein Sekrom ist. Wir gehen kurz noch in die GoTool-App. Die empfehle ich euch ja auch immer. GoTool V2 heißt sie mittlerweile. Ist aktualisiert, steht auch alles da. 1. Dezember bis 16. Dezember jetzt. Regierahmen, Sekrom. Das Gute ist, die haben beide genau den gleichen Wert. Den müsst ihr euch merken. 23,07 ist das 100er. 28,84 mit Wetterboost. Sind beides Drachen. Der eine ist noch Feuer, der andere ist noch Elektro. Ihr könnt also auch Drachen nehmen. Ihr könnt Eis nehmen. Ihr könnt... Ja, nehmt einfach Drachen. Nehmt einfach... Nehmt einfach Sekrom gegen Regirahm und nehmt Regirahm gegen Sekrom. Das ist das Lustigste, was ihr machen könnt. Und Kyurem steht auch schon dabei. Wir warten jetzt aber, bis wir einladen können. Und stellt euch mal da ab. So, es bimmelt und es ist ein Sekrom. Also der schwarze Lumpen, der schwarze Latexmann ist rausgeschlüpft. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mit Regirahm kämpfen. Wir müssen jetzt aber gucken, dass wir hier gemütlich draufkommen. Wir müssen ja wieder eine private Lobby machen. Das heißt, ich muss mit einem von den beiden hier, mit den iPhones, ja, wenn es laden würde, jetzt, da fehlt noch der Button, jetzt ist der Button da. So, hier einmal einwerfen, Gruppe erstellen, Bisa Sam Katze Smetbo. Jetzt einladen auf den zwei iPhones, ja. Sascha, Holmes, Methylene, Trainer Sir Abs, Genaya, Aluhut, Mars, Toxic, Black Sea, Affe, Borki. Die sind auch alle drin. Jetzt kann ich mir mal den Großen nehmen. Ich habe gesagt, wenn es Sekrom ist, ach, ich kämpfe jetzt einfach mit Regirahm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch habe. Mache hier einfach so noch WP sortiert. Nehme einfach drei Regirahm rein. Und füll mit Sekrom auf. So. So sieht das doch lustig aus. Drei weiße, drei schwarze. Ne? Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die theoretisch alle drin sind. Das sind dann 10, 11, 12, 13. Dann muss ich aufmachen, weil Hannes und Kuli Dieter wollen vor Ort mitmachen. Also wenn es 13 sind, kann ich auf jeden Fall aufmachen. Ansonsten 11. Zwölf, einer noch. Dreizehn, wunderbar. Jetzt stellen wir es öffentlich. Jetzt können Fernraider aus Hildburghausen versuchen reinzukommen, aber dann müsste ja dastehen. Zu viele Fernraider in der Lobby. Der Brein hatte zum Beispiel angefragt, ob er auch über die Ferne mitmachen kann. Ich habe aber extra einen Text geschrieben, dass ich diesen Raid mache in Hildburghausen und wer aus Hildburghausen in Hildburghausen mitmachen möchte vor Ort, kann das gerne tun. Ist halt keiner da, das ist halt Hildburghausen jetzt, ja. Das passt, glaube ich. Es sind sogar drei. Muss ich mal aufpassen, wer jetzt alles noch hier, siehst du ja am Ende. Wir gucken heute auch immer auf die Statistik drauf. Ich vergesse jedes Mal auf die Statistik zu gucken. Heute gucken wir mal auf die Statistik. Das nehme ich in die Hand, die anderen zwei lasse ich liegen. Greife mal an mit Drachenmoves, müsste ja ganz gemütlich sein. Und ich hasse diese Arena einfach. Das Bild ist viel zu dunkel, ja. Hätte ich wahrscheinlich ein weißes Unterhemd anziehen sollen, dass das heller ist. Aber es passt dazu, dunkle Jacke, dunkles Bild, dunkles Sekrom und dann müssen wir noch warten, bis ein Regirahmen später aufgeht. Dann gibt es heute noch einen zweiten Community Raid. Ich hatte Glück damals beim Raiden, dass ich relativ schnell einen 100% Sekrom bekommen habe. Hab das mittlerweile auch zu Best Buddy gemacht. Hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass er jetzt wieder in die Raids kommt.
Jetzt ist er theoretisch da. Jetzt müsste ich nur maximal 100 Raids machen, dass ich die 300 XL-Bonbons zusammen habe. Dann kann ich den auf Level 50 ziehen. Wer weiß, was bis dahin passiert. Vielleicht gibt es noch ein zweites 100er oder noch ein paar andere. Dann werde ich auf jeden Fall ein paar auf Level 40 ziehen. Am Ende, dass ich 6 Stück auf 40 habe, beziehungsweise 1 auf 50. Habt ihr euch den Wert gemerkt? 23,07 muss er haben. Oh ne, er hat Wetterboost. Okay, jetzt wird es noch spannender. Holmes Sherlock, aufgestiegen. Das sind die 100.000, die nur 50.000 sind. Hier habt ihr jetzt Staub, gibt es auch eine neue Aufgabe noch, dass ihr insgesamt 120.000 Staub oder so verdienen müsst, glaube ich. Gibt es bei jedem Trainer was anderes, jeden Monat. So, ich drücke mich jetzt hier mal kurz durch, wir machen mal kurz den Shiny-Check. Guckt euch das doch an, hier, Shiny-Check, ja, wie das dann aussieht. Das ist keins, das ist wahrscheinlich auch keins. 28,45, 28,29. Hier Hammer, das brauche ich euch ja so gar nicht zeigen jetzt. Jetzt kann ich es ja wieder hinstellen, theoretisch. 28,45 ist auf jeden Fall jetzt das Beste. Eiverschaf war also mit dabei. Super Sani war auch dabei, deswegen. Die war auch vor Ort, sagen wir mal. Mars, geballte Ladung, Aluhut, Reisender, Super Sani, kampfstark. Ich war halt einfach, sah gut aus, ne? Muss reichen. Letzter Angriff vom Hannes. Gehen mal rein, gucken mal, ob es ein Shiny ist. Und es ist nix. Und es regnet und hat 28,19. Ich werde jetzt in Ruhe fangen, beziehungsweise das seht ihr ja sogar noch. Ich muss es nur mal anders hinstellen hier. Das muss doch irgendwie, so sieht das auch schon besser aus. Man muss sich nur ein bisschen hier wegstellen. Wie lässt er sich fangen? Der fliegt wenigstens nicht, der schwebt nicht hin und her. Der hüpft nur. Hüpfen ist okay. Obwohl, der hüpft mir fast schon ein bisschen zu viel. Wir stellen den Kreis ein. Das reicht bestimmt so für einfach fabelhaft. Wenn nicht, macht man da noch ein Stück kleiner. Wir warten natürlich wieder, bis er angreift und werfen dann erst. Das ist wichtig. Jetzt greift er an. Wir werfen also jetzt. Es ist einfach fabelhaft. Also die Größe reicht. Das ist eigentlich relativ groß. Es gibt andere Bosse, da müsst ihr den so klein machen. Und das ist immer noch nicht einfach fabelhaft. Kreis sieht also gut aus. Ist ein bisschen hyperaktiv. Lasst euch davon gar nicht beirren. Werft einfach, wenn er angreift. Aber nicht zu früh. Wirklich so zum Ende hin. Und dann müsste eigentlich jeder Ball sitzen. Dann müsste jeder Ball treffen. Und wenn ihr den Kreis einmal eingestellt habt, verstellt er sich auch nicht. Dann müsste der eigentlich safe drin sein. Ist also wieder ein Raid-Boss, den man eigentlich gemütlich fangen kann. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Bälle ihr habt. Ich habe jetzt hier 20 Stück. Habe also 20 Versuche. Ich habe so oft nämlich, dass die Leute schreiben, ich habe bisher noch gar keinen gefangen. Mir entwischt jeder. Dabei habe ich doch 2 Bälle einfach fabelhaft getroffen, 10 Stück daneben geworfen und 3 waren noch großartig. Das ist halt dann trotzdem nur 5 Versuche. Er war jetzt hier im dritten Ball drin. 11, 15, 11. Der 45er ist auf jeden Fall besser. Ich kann mir ja noch mal ganz kurz den Wert angucken. Auf der GoTool-App, ja, um schon wieder Werbung zu machen, was das sagt. 28, 45. Dürfte aber trotzdem kein 100er sein, weil das ziemlich nah noch an dem anderen ist. 28, 84, der 100er Wert mit Wetterboost. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ist kein Shiny dabei gewesen. Vielleicht war von den anderen eins dabei. Wenn ihr den Raid mitgemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr ein gutes gehabt? Habt ihr ein Shiny gehabt? Und ich werde nachher warten, bis Regiraum aufgeht. Und wenn wir Regiraum haben, werde ich den auch noch posten. Und wir sehen uns dann bei dem Weisen wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.